Deponia. Ich darf's mal wieder weiterspielen. Ja. Die Regie hat's mir erlaubt. Ich darf's mal wieder. Es hat mal wieder in die Planung gepasst. Wir stehen Rufus in Let's Play Deponia. Ja, so sieht's aus. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ja. Ich schau mal hier raus. Soweit ich weiß, haben wir im letzten Part, als wir diesen Raum dort freigeschaltet haben, noch keine großen Erfolge freigeschaltet, noch keine großen Erfolge frei verzeichnen dürfen. Deshalb schaue ich mich mal hier weiter in Kovac um. Zurück in Kovac. Das tut gut. Nicht. Einmal hier hinein in Tonis Laden. Guten Tag, Toni. Lange nicht mehr gesehen. Wie geht's denn so? Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfalltod. Aha. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Okay, was das haben wir denn so? Nützlich werden. Was haben wir denn so Schönes im Inventar? So einiges. Wie war das nochmal? Wie? Ist klar. Weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Was haben wir denn so im Inventar? Einiges Schönes haben wir im Inventar. Coupons. Können wir die jetzt vielleicht für Bleigewichte einsetzen? Diese Gutscheine kann man in der Post einlösen. Vorausgesetzt, man kennt jemanden, der sich über Bleigewichte freut. Ich freue mich über Bleigewichte. Die können wir gebrauchen. Und wir waren ja schon in der Post. Dann mal ab zurück zur Post. Vielleicht können die dort Tickets gebrauchen. Oder was auch immer das ist. Zumindest können wir damit Bleigewichte bekommen. Bleigewichte brauchen wir, glaube ich, für das Rätsel mit den Kätzchen. Wenn ich das richtig sehe. Ich denke, damit kommen wir weiter. Damit könnten wir weiterkommen. Nicht einmal dem Vorschlag schenke ich Beachtung. Okay. Postamt. Hallo, Postbot. Ich hätte gern. Also, ich hätte gern Bleigewichte. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Ersatzpostkatzen.
wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Ja. Bis später. Okay, Fehler, hier sind's. Fehler. Dann halt nicht. Da sind Ersatz. Da sind Ersatzpostkatzen, also in dem Ersatzpostkatzenfach. Kasten, meine ich. Im Ersatzpostkasten. Katzen. Können wir da. Ja, ja. Ich will hier nur an die Ersatzpostkatzen, Kisten. Ja, jedenfalls müssen wir hier die Katzen dreckig machen. Dann tauscht er das aus und dann haben wir freie Bahn. Hi. Denke ich zumindest. Bis später. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Genau. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja. Ich kann Sachen fragen. Was sag ich nur? Also vielleicht nach Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Was? Ah, okay, jetzt werden die Ersatzpostkatzen losgeschickt. Nein, das sind die richtigen Postkatzen. Wo verschickst du jetzt die Bleigewichte hin? Fehler, das Paket ist doppelt unterfrankiert. Doppelt? Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Mhm. Ah, okay. Verstehe. Die ist jetzt ziemlich langsam. Doppelt unterfrankiert. Das heißt, die Katze hier, die braucht vielleicht ein bisschen was zum Aufputschen. Wie wär's mit einem kleinen Käffchen? Okay, die Katze ist jetzt aufgepusht und die könnte ein bisschen ruhiger werden, diese Katze hier. Das ist auch so schon langweilig genug. Mhm. Narkotikum, ja, das könnte. Ach so, die ist schon ruhig. Jetzt ist die aufgeputscht und die ruhig. Okay, probieren wir es nochmal. Können wir vielleicht jetzt hier. Nochmal. Bitte ne. Bis später. Ich hier. Habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis La. Eingeben. Adresse. Okay, jetzt rennt die ziemlich schnell. Okay, die ist noch ziemlich aktiv. Die auch. Frankierung wird gescannt. Ne? Ist ein Fehler. Einfach unterfrankiert, okay. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Hm. Hast du Bock auf einen Kaffee? Wie wär's mal mit dir? Wir wollen's mal nicht übertreiben. Okay. Und bei der Katze kriegen wir keinen. Okay, jetzt läuft die mit normaler Geschwindigkeit, eben war sie schnell. Die hier mit. Probieren wir es jetzt mal. Die mit Turbo Speed. Probieren wir es jetzt mal hier nochmal. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine. Wird jetzt. Was? Eben war es nur einfach unterfrankiert. Vielleicht ist es jetzt sehr gut frankiert. Okay, jetzt wurde es zweimal frankiert. Jetzt überfrankiert. Oh. Ein leichtes Paket wird verschickt. Aha. Taube aus kleinen Taubenverschlag wird gestartet. Das Rätsel haben wir also gelöst.
Cole wird gestartet. Und nun? Nun ist die Taube weg. Jetzt ist die Taube weg. Jetzt müssen wir damit wahrscheinlich noch was machen, damit das hier... Das ist noch gleichmäßig gerade. Wie muss es denn sein? Das ist die Frage. Alle drei voll? Das schaffen wir nie. Alle drei gleich voll? Das hatten wir schon zu Anfang. Ich verstehe, was das Spiel will. Aber... Vielleicht können wir die irgendwie in ein Muster kriegen. Das andere jetzt noch hoch. Beweg dich. Ja, so sind sie gleich. Vielleicht musst du alle oben hinkriegen. Das wäre ein Rätsel. Okay, die drei sind jetzt... Das ist doch jetzt hier das Erdmagnetfeld, was wir hier bewegen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ja, vielleicht bringt es jetzt sowas. 3, 2, 1. Fehler. Ja, gut. Dann halt nicht. Wir müssen den Postboten jetzt hier erstmal ab. Den Postbot. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine. Das Paket wird jetzt erstmal abgeschickt. Das ist also erstmal... läuft schon mal. Haben dann ja nichts geändert. Die Frankierung ist also erstmal richtig. Frankierung wird gescannt. Die Frank-Einlauf. Okay, jetzt wird die Taube weggeschickt. Schauen wir mal. Da kommt die Taube. Grrr. Okay, sie fliegt noch. Müssen wir vielleicht irgendwie eine Seite überladen. Damit wir hier... Haben wir schon. Können wir vielleicht zwei überladen kriegen. Nach meiner Logik könnte das was bringen. Dann müsst ihr erstmal wissen, wie. Okay. Nach unten. Steuerung. Thank you.
linken Seite 1 haben. Irgendwie. Vielleicht bringt mir das ja was. Irgendwie auf die rechte Seite. Irgendwie müssen wir die kleinste Taube nach links bringen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich werde hier bekloppt. Können wir das nicht? Können wir das nicht irgendwie überspringen? Können wir nicht? Vielleicht bringt mir das. Können wir nicht. So. Ich denke, jetzt könnte das Ganze mir doch was bringen. Ich denke, jetzt habe ich die Lösung gefunden. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert eingeben. Adresse. Was? Okay, die läuft jetzt langsam. Die. Ja, die Sticker ist da ganz schnell. Batz, batz, batz. Gleich ganz viere. Viere drauf. So. Wird gescannt. Die rechte Katze, die braucht. Fehler. Die braucht einen Kaffee und die linke, die braucht Narkotikum. Doppelt überfrankiert. Frankierungsstufe, Auffüllung mit Knickerfolie startet. Jo, Knickerfolie. Die brauchen wir. Genau das. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Es wird ein schweres Paket verschickt. Und oben. Wird ja. Gestartet. Taube aus großen Taubenverschlag. Ja, und wer hockt da drin im Taubenverschlag? Nicht die große. Und. Jo. Da haben wir es. Die kleine Taube. Die ist natürlich. Oh, cool. Die kleine Taube, die hat natürlich das schwere Paket nicht tragen können. Abgestürztes Paket. Was ist das bloß für eine Welt, in der man sich nicht mal mehr auf das Erdmagnetfeld verlassen kann? Hey. Warum ich so komisch rede? Weil sie neuerdings Sprachaufnahmen nach Worten berechnen, darum. Tja. Ich lasse sie mal lieber in Ruhe. Sie soll über ihre Fehler nachdenken. Die Taube? Knick, die Knick. Da kann keiner widerstehen. Fehler. Was ist los? Was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke die Knick. Oh yeah. Wie du willst. Jetzt gehen wir raus. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Nice. Knicke die Knick. Der Postbot hat seinen Spaß mit den Knickerfolien. Wir können hier durch. Ersatzpostkastenschublade. Können wir öffnen. Ich nehme eine Ersatzpostkatze. Ersatzkatze. Eine für sofort und eine für unterwegs. Okay, haben wir uns jetzt wirklich. Haben wir uns jetzt wirklich. Ersatzkatzen mitgenommen. Hey, aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen! Böses Kätzchen. Ist ja cool. Ein Zettel. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Tja, er durfte nicht auf der Folie rumtrampeln. Jetzt dann, jetzt kann er's. Na wundervoll, haben wir das Rätsel auch mal gelöst.